Januar 2022, es ist kalt geworden in Deutschland, aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch im Jahr 2022 weiter mit den Q-Checks. Heute habe ich euch den Tschechen mitgebracht, den Skoda Enyaq, das Erstlingswerk auf MEB-Basis von Skoda gebaut. Nicht in Zwickau, sondern in Mladá Boleslav in Tschechien. Und wir gucken uns jetzt mal genau an, wie gut die Tschechen auf MEB so ein Fahrzeug zusammenbauen und ob sie besser sind als die Kollegen aus Zwickau. So, wie immer fange ich natürlich im vorderen Bereich an, gehe einmal um das Fahrzeug rum und zeige euch die Fehler. Danach das Ganze mit offenen Türen und Klappen und dann den Innenraum. Im vorderen Bereich eigentlich alles recht sauber hier beim Skoda. Aufgefallen ist hier der Gap zwischen dem Kuhflügel und dem Scheinwerfer auf der Seite ist deutlich Unterschied zu der Seite. Wir haben über 1 mm Diskrepanz. Jetzt könnt ihr sagen, ja, sieht man ja nicht, weil man nie beide Seiten gleichzeitig sieht. Aber in meinen Augen sollte man doch schon einheitlich ein Auto zusammenbauen können. Und in diesem Falle 1,1 mm Unterschied ist also eine FK2. Den nächsten Punkt, den wir jetzt haben, der befindet sich hier oben an der sogenannten E-Linie zum Dach hin. Spiegeldreieck. Hier haben wir einen Versatz in Höhe von 2 mm steht der unter. Das sieht man ganz gut, wenn ich meine Leere nehme und so eine Karte, die Leere drauflege und dann die Karte, die dann sauber da anliegt. 2 mm Luft ist ganz schön viel. So, den nächsten Punkt, den haben wir hier in diesem Bereich. Ihr seht von der Seite aus gut, dass man hier auf eine Kante drauf guckt. Und auch hier nehme ich wieder die Karte, die ich hier anlege. 2,5 mm, die wir hier haben. Leg also die Leere hier an und die Karte bildet dann eine Linie. 2,5 mm Unterstand, ganz schön viel. Und dass das nicht normal ist, das sieht man auf der anderen Seite, denn da haben wir den Kontrast deutlich, deutlich weniger. So, und bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, der sich im mittleren Bereich befindet, möchte ich euch mal eben noch was zu dem Thema Spaltverlauf hier und da sagen. Das ist selbst bei einem schwarzen Auto gerade sehr, sehr gut zu sehen. Überhaupt kein Thema beim Skoda. Hier, hier und auch in dem Bereich absolut gleichmäßig, so wie es sein soll. Aber gucken wir uns den nächsten Fehler an. So, und der nächste Fehler, der ist nämlich im Bereich hier Übergang von der Tür zum festen Seitenfenster. Grundsätzlich, das Z-Maß, also das Höhenmaß der Tür, ist absolut top. Alles gut hier. Aber wir haben hier einmal in der Höhe Z zum festen Seitenfenster. 2,5 mm Gap kann man die Karte sehr gut anlegen. Das ist das Z-Maß. Und Y, also so wie die Tür raussteht, steht die Tür zu weit draußen? Nein, steht sie nicht. Das feste Seitenfenster, was eingeklebt ist, steht zu weit drin. Ich glaube, im Rohbau ist da was weggelaufen. Hier kann man auch sauber die Leere anlegen, die Karte drauflegen und auch da 2,5 mm. Viel zu viel in beiden Maßen. Nächster Punkt ist im Heckbereich. Und zwar haben wir dann hier natürlich die Königshuke, auch rechts, links, die sehr gleichmäßig ist. Ja, und das habt ihr jetzt gerade gehört, dieses Knallen beim Öffnen. Ich hoffe, man kriegt es gut über die Mikros mit. Das liegt einfach daran, dass die ganze Heckklappe für mein Gefühl viel zu weit nach innen steht und einer hohen Vorspannung steht hier über unten den Schnapper, wo das Schloss einrastet und so weiter. Und das kann man dann auch sehen hier im Übergang von den äußeren Rückleuchten zu den inneren oder auch hier vom Blechteil zum Kofferraumteil, Rückwandtürteil. Auf beiden Seiten steht deutlich drin, wir haben hier einen Gap von Versatz von 2 mm. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Das hört man eben auch an diesen lauten Pong. An der linken Seitenwand haben wir jetzt hier typische Z-Probleme, also Einstellung der Türen im Z-Maß, Höhenmaß. Da haben wir E-Linie im oberen Bereich zum Beispiel jetzt hier, wo und wenn ich den jetzt wegnehme, sieht man auch schön hier. Ich lege das 2 mm Maß unter,
ziehst raus und man sieht den schönen Schattenwurf. Und das Ganze sehen wir dann auch im Übergang zu der Vordertür. Hier sieht man oben auch am Gummi, dass das Gummi hier so ein bisschen nach oben wegläuft. Das heißt, auch die Vordertür ist etwas zu hoch eingestellt im Gegensatz zu der hinteren Tür. Wenn ich jetzt hier die Karte anlege, kann ich hier auch wieder 2 mm unterlegen. Ihr seht das. Das ist nicht schön. Und last but not least, hier im Bereich der ganzen Spaltenübergänge haben wir dann einen Unterstand vom vorderen Stoßfänger zum Kotflügel. Schuppiger Aufbau, ich habe es schon mehrfach erzählt, der sollte eigentlich über dem stehen, der steht über dem und so weiter und so fort. Baut sich also schuppig auf. Hier hat er einen Unterstand von 1 mm in diesem Bereich. Ich kann also meine Fühlerlehre mit 1 mm nehmen, lege ich hier an und habe dann einen glatten Übergang. So, das war's im Bereich außen. Jetzt kommen wir standesgemäß zu den Türen und Klappen. Und da habe ich gar nicht so viel gefunden. Eine Kleinigkeit hinten an der Rückwandtür. Das zeige ich euch jetzt. Aber danach der Innenraum. Eieiei, we need to talk. Da gibt's doch was zu sehen. Und zwar, jetzt für euch nochmal das Knallen der Klappe. Mann, 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 Mann. Und zwar im Innenraum haben wir hier im Bereich des Gummis, das seht ihr ganz gut in der totalen, komplett wellige Verlegung. Warum das so ist, fragt mich einer. Es sieht aber in Summe zu dem hellen Dachhimmel einfach nicht schön aus. Dadurch ein FK3, also ein Fehlerpunkt, einfach weil es, wie eben gesagt, nicht schön aussieht. So, und dann kommen wir mal zum Innenraum. Fahrersitz, da sitzen noch häufiger die Menschen, die die Fahrzeuge bewegen. Deswegen kann man jetzt sagen, okay, dass da ein paar Wellen drin sind, das kann schon mal vorkommen. Aber A, das Fahrzeug hat hier erst 1322 Kilometer runter, das ist nicht die Welt. Und auf dem Beifahrersitz hier, da saß bisher noch kaum jemand, weil das Fahrzeug ist ein Firmenfahrzeug, und wird alleine bewegt. Und auch hier sind deutliche Wellen im Sitz schon zu sehen. Und das, finde ich, ist der Qualität, die Skoda eigentlich sonst so hat, nicht gerecht. Und auch hinten. Man mag jetzt sagen, okay, vorne sitzen häufige Passagiere als hinten. Hinten sollte es besser aussehen. Ist aber eben genau nicht der Fall. Auch hier im Bereich der Sitzwangen und auffällig im Bereich der Rücksitzlehne deutliche Verformung. Hier sogar in einem Bereich, wie man es sonst nur von Kindersitzen kennt. Ganz deutlich, aber das hätte sich nach 1000 Kilometern noch niemals so jetzt aussehen dürfen. Und ich glaube, bin ziemlich sicher, dass der Fahrer keinen Kindersitz mehr benötigt. Seine Tochter ist aus dem Alter raus. Von daher muss man ganz ehrlich sagen, woran mag sowas liegen? Ja, auf einer Seite ist das ein viel Material, vielleicht aber auch einfach zu wenig Schaumstoff im Sitz. Da mag man jetzt spekulieren, wie man möchte. Im Grunde genommen aber möchte ich hier nicht sagen, ja, ist ein Naturprodukt und das kann mal passieren. Nee, nee, nee. Das zeigen ganz viele andere Hersteller, dass das so nicht passiert. Und da bin ich schon echt enttäuscht von Skoda, weil das können die garantiert besser. Als letzten Punkt möchte ich hier jetzt noch ein paar Themen ansprechen, die in Summe einen FK3, also nochmal einen Fehlerpunkt on top gegeben haben. Und das sind so ein paar Spalte, die im Innenraum entstanden sind. Das ist zum Beispiel im Bereich der B-Säule rechts, hier links Übergang zum Dachhimmel. Hier auch im Bereich der C-Säule Übergang zum Dachhimmel. An beiden festen Seitenscheiben hinten ist oben der Dachhimmel an der Kante ausgefranst. Also auch da, wenn man genau hinguckt, nicht wirklich schön. Und zum Beispiel auch hier im Übergang an einem Seitenteil hier oben oder ganz extrem hier oben zu sehen. Da guckt man aufs blanke Plastik, da gibt es so dicke Spalte in Übergänge. Das macht mich nicht glücklich, sowas. Und deswegen gibt es da eine FK3. Soll es dann gewesen sein. Und wir kommen mal eben zur Zusammenfassung. Eieiei. Türausschnitt ist auch nicht ideal. Aber egal, kommen wir mal eben zum Fazit des Skoda Enyaq iV80 hier in dieser Variante. Punkteauswertung, da haben wir 5-mal die FK2, das sind in Summe 25 Punkte, 5-mal auch die FK3, 1, 2, 3, 4, 5, genau, sind glatte 30 Punkte. Wo landet damit der Skoda auf MEB-Basis aus Tschechien? 30 Punkte heißt, er landet genau zwischen Mini Cooper und dem Kona 64 und interessanterweise dem e-tron Q4, der in Zwickau gebaut wird, auf MEB-Basis. Das heißt für uns jetzt hier, hinteres Mittelfeld. Mehr ist dabei nicht rausgekommen. Ne? Man muss sagen, das, was die Tschechen zum Beispiel auch im Innenraum verbauen, das ist wirklich alles gut verbaut. Man hat in den unteren Bereichen auch viel Hartplastik natürlich.
Da gilt natürlich auch der Rotstift, aber wenn etwas dort verbaut ist, dann ist es in Summe alles wirklich schick und gut. Aber es gibt gerade im äußeren Bereich jetzt hier an den ganzen Übergängen und so weiter derartig viele Punkte, wo man außerhalb von irgendwelchen Normtoleranzen ist, dass es dann in Summe eben nur zum hinteren Mittelfeld reicht. Und das haben andere Hersteller dann deutlich besser im Griff. Gut, soll es gewesen sein. Fazit, schönes Auto, groß, familientauglich. Qualität dürfte besser sein. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Q-Check. Ciao.